Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Wir haben es 7 Uhr morgens. Ich habe heute Urlaub. Und zwar habe ich mir Urlaub genommen, weil ich einen Friseurtermin habe. Normalerweise lege ich das immer auf den Nachmittag, nach Feierabend. Diesmal wollte ich aber den schnellstmöglichen Termin haben, weil mir meine Haare sowas von auf die Nerven gehen. Der Pony ist zu lang und ich finde, wenn der Pony nicht liegt, dann ist die ganze Frisur irgendwie nichts mehr. Und diesmal habe ich es auch ausgehalten und habe den Rat der Friseurin befolgt. Ich bin nicht selber beigegangen und habe mir den Pony wieder verschnitten. Ja, und da ich um 10 Uhr morgens den Termin habe, habe ich mir einen Tag Urlaub genommen und habe das halt den Termin nicht in die Nachmittagsstunden verlegt oder habe abwarten wollen, ob ich irgendwie nächste Woche erst einen Termin bekomme. Und ja, erstmal Kaffee, tut so gut am Morgen. Also ich brauche das nie, um wach zu werden. Einfach nur, ja, weiß ich auch nicht. Das gehört für den Morgen irgendwie für mich dazu. Und jetzt werde ich gleich nochmal was frühstücken, weil Hunger habe ich auch irgendwie. Mal gucken, was ich mir hier zusammensuche. Einen Quark oder einen Joghurt zu machen, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ich glaube, ich werde gleich was Unvernünftiges essen. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. So, das ist für mich immer so ein Aufreger des Tages. Warum sind Butterpäckchen immer so bescheuert eingepackt? Also dieses Mal ist es ja echt extrem, dass man es immer anfassen muss und sich die Hände hier voll schmiert. Also das finde ich jedes Mal wieder... So, die Butter habe ich jetzt mehr schlecht als recht aus der Verpackung bekommen. Geht natürlich mit dem Nutella-Glas weiter. Das ist ja auch immer so schlau eingepackt. Ich weiß auch nie, warum man das nicht richtig aufreißen kann. Ich gucke immer durch das Glas hier, durch diesen Glasrand, wo jetzt... Oh, das ging aber richtig gut auf jetzt. Das habe ich noch nie so gut hingekriegt. Sonst ist das immer aufgerissen und man packt immer in die Schokolade auf dem Deckel. Also... Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Das ist ja wohl Hammer. Oder sie haben irgendwas verändert. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. So, ihr habt gesehen, nicht ganz die ungesunde Variante. Ich habe jetzt Dinkelvollkornbrot und Nutella und Butter. Also Nutella ohne Butter geht gar nicht. Ja, und vor dem vielen Gequassel hier ist der Kaffee auch schon fast kalt. So, ich habe mir noch ein Heft rausgelegt. Das ist vom Oktober 2021 für den Thermomix. Und ich will es nochmal durchgucken. Ich habe es schon so lange in der Schublade und ich bin jemand, der nicht gerne Zeitschriften einfach so wegschmeißt, schon gar keine Rezepthefte. Aber ich habe ja für den Thermomix das Cookie-Doo, diese ganzen Rezepte in dem Thermomix, dass ich das eigentlich gar nicht brauche. Ich glaube, die sind mittlerweile auch alle im Cookie-Doo. Und ich gucke es mir nochmal durch und würde es sonst meiner Kollegin geben. Die hat nämlich noch ein älteres Modell und nicht dieses Cookie-Doo. Die kann bestimmt was damit anfangen. Und ich sehe gerade, hier ist noch ein Zeitungsartikel drin. Den hatte ich mir wohl mal zur Seite gelegt. Aber warum? Irgendwas, das mache ich dann immer. Ich lese Zeitung und dann lege ich mir irgendwas zur Seite, was ich dann in Ruhe lesen möchte. Da frage ich mich gerade, was wird das gewesen sein? Da weiß ich jetzt gar nicht. Ich entdecke jetzt gar nichts, was da drin war.
was jetzt im Nachhinein aber vielleicht ganz interessant ist. Die Schlagzeile. 4:1, Werder übernimmt die Tabellenspitze. Ja, und nun haben wir es endlich geschafft. Wir sind zwar nicht Tabellenspitze hier in der zweiten Bundesliga, wir sind nur auf Platz 2 gekommen, aber damit war uns der Aufstieg natürlich sicher, was hier am Wochenende natürlich grandios gefeiert wurde. So, ich beiße jetzt erstmal in mein Brot und rede nicht so viel, sonst ist der ganze Tag gleich rum und ich muss mir gleich unbedingt schon die Haare föhnen, weil die trocknen jetzt zu schnell an, dann kann ich sie nicht mehr föhnen. So, wie ihr sehen könnt, sind schon sehr trocken irgendwie, das wird schon nichts mehr. Wenn ich sie so trocknen lassen würde, sind die total, weiß ich auch nicht, strohig, lockig, nicht schön. Ich muss sie also föhnen morgens. Nehmen wir mal so ein Hitzespray, weil meine Haare echt was mitmachen. Also, wie gesagt, jeden Tag waschen, föhnen, Glatteisen. So, und der Pony, damit der jetzt überhaupt noch irgendwie liegt, der kriegt ein bisschen Schaumfestiger ab. Aber wirklich nur ein bisschen. War schon fast zu viel. Und könnt ihr sehen, also graue Haare, es ist dringend nötig, zum Friseur zu gehen. Dabei war ich gefühlt gerade erst vor 4 Wochen. Also schlimm, schlimm, schlimm. Sind sie gestylt weniger, aber also sie sind auch total, weiß ich auch nicht. Wer in meinem Alter ist, kann mal schreiben. Bei mir merke ich es gerade, meine Haare verändern sich total. Also nicht nur diese zahlreichen grauen Haare, sondern auch von der Struktur irgendwie sind sie, weiß ich auch nicht. Irgendwie werden sie anders. Ich habe früher auch nicht so viele Locken gehabt und so viel zu meinem Problem mit meinen Haaren. Jetzt hole ich aber erstmal das Glatteisen und dann geht's weiter. So, während es aufheizt, schminke ich mich immer noch kurz zu Ende. Und wie ich mich schminke, kann ich euch gar nicht zeigen, weil ich da echt kein Profi bin und ja, währenddessen auch immer total das Gesicht verziehe und da gar nicht locker und entspannt bin. So. Hat gepiept, ist fertig. Machen wir mal eben schnell den Rest. Und wie ihr seht, auch hier bin ich kein Profi, aber für den Hausgebrauch reicht's. Ja, besser geht's einfach nicht. Ihr werdet den Unterschied nachher sehen, was es ausmacht. Ich hoffe, diesmal funktioniert das auch mit dem Pony, nicht, dass sie es mir zu kurz schneidet. Letztes Mal war er echt perfekt. Und von der Länge werde ich, glaube ich, gar nichts wegnehmen lassen. Das ist gut so. Und umso schneller bin ich auch wieder zu Hause. Weil Friseurtermine sind immer nicht so meins. Letztes Mal hatte ich noch mein Buch vergessen. Das war auch ziemlich doof. So, so muss es bis 10 Uhr, muss ich es aushalten. Das ist jetzt nicht mehr lange, noch 2 Stunden, das werde ich so schaffen. Mittlerweile ist es 8:10, ich bin also noch gut in der Zeit, habe schon den 2. Kaffee am Start und ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, vor dem Friseurbesuch so viel Kaffee zu trinken. Ich musste gerade den Akku wechseln hier, ich benutze ja jetzt die professionelle Kamera von Stefan und John und mit der Handhabung bin ich wirklich. Also ich stehe immer noch auf Kriegsfuß mit dieser Kamera. Ja, wie gesagt, ich musste gerade für das bisschen, was ich gefilmt habe, den Akku wechseln schon. Und ja, finde ich so ein bisschen zum Nachteil. Ich filme ja sonst immer gerne mit dem Handy, was die Jungs überhaupt nicht mögen. Da sind sie übrigens. Bestens getroffen.
Und wenn ich überlege, wie viel ich mit meinem Handy filmen kann, bis da der Akku leer ist, und da ist ja beim Film ist ja auch immer das Display hier an und verbraucht Akku, also ja, ich bin lieber mit dem Handy unterwegs und filme, aber es ist natürlich qualitativ nicht so toll und ich werde gleich dankbar sein, wenn ich mit euch nach draußen gehe, wenn es ein bisschen windig ist, dass ich an der Kamera natürlich diesen Windschutz habe. Habe ich ja am Handy nicht. Aber ich muss einfach öfter mit dieser Kamera, glaube ich, irgendwie umgehen. Und dann kann ich das vielleicht irgendwann auch aus dem FF. So, ich bin jetzt nebenher hier beschäftigt. Ich schreibe gerade einen Einkaufszettel. Ich gucke hier gerade in Prospekten von der Metro. Die haben nämlich ein tolles Angebot gerade, dass wenn man in einem gewissen Zeitraum dreimal für je 50 Euro dort einkauft, dann kriegt man fürs vierte Mal einen Gutschein über 50 Euro. Super Sache irgendwie. Und deswegen kaufe ich da natürlich nicht wahllos, sondern ich schreibe wirklich auf, was wir gebrauchen könnten, was preislich da irgendwie angebotsmäßig in Ordnung ist und wo man ganz schnell aber diesen Einkaufswert für 50 Euro raus hat oder schnell mit erreicht. Zeige ich euch mal eben. Wir kaufen ja immer gerne. Moment, jetzt kommt wieder das, was ich nicht so gut beherrsche. Mit der Kamera rumlaufen, gleichzeitig erzählen und dann auch noch gucken, dass das Bild stimmig ist. Wir kaufen ja immer gerne diese Hamburger Patties bei der Metro. Will ich euch mal eben zeigen. Moment, kann ich euch da anstellen? Ich sag ja, das ist nicht so meine Welt hier. Machen wir das mal eben. Bisschen freundlicher. So, also das sind die von der Metro. Da kosten 10 Stück 20 Euro. Die sind geschmacklich wirklich super und man hat Fleisch. So, dann habe ich bei Rewe welche mal gekauft. Ups. Wollte das mal vergleichen. Die Packung sieht ja auch total ansprechend aus. Aber diese Burger, weiß nicht, also nach Fleisch sehen die schon mal gar nicht aus. Die sehen eher nach Panade aus. Das ist der Vergleich. Und die sind auch viel, viel kleiner. Und dann hatte ich noch, gab es noch von einer anderen Firma bei Rewe, gab es auch noch welche. Und die sehen auch nicht wirklich nach Fleisch aus. Also, ja, die sind schon fast identisch hier, diese komischen Dinger. Ich mag sie nicht wegschmeißen, ich mag sie aber auch nicht wirklich essen. Das ist wirklich nur so ein Notfallding irgendwie. Und wie gesagt, wenn wir uns die kaufen, dann haben wir schon 20 Euro ausgegeben. Und die kann man immer gut auf Vorrat haben, tiefgefroren, die nehmen nicht viel Platz weg. Im Moment essen wir die Burger auch sehr gerne. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr viele. Mal gucken, was da gleich noch auf den Zettel kommt. Das will ich auch mal eben wieder wegstellen. Also. So. Zack. Zack. Und da muss ich euch noch was zeigen. Mir ist ja was passiert. Peinlich, peinlich. Am Wochenende war hier bestes Wetter. Wir saßen auf der Terrasse draußen. Ich habe mein Strickzeug dazugestellt und habe, muss ich mal eben gucken. Also ich habe hier wieder neu angefangen. Ich hatte das aufgeribbelt. Das hat mir nicht gefallen, was ich schon verstrickt hatte. Und deswegen ist es so ein Wollknäuel. Und damit mir das nicht immer auf der Terrasse da irgendwie über den Boden läuft und schmutzig wird, habe ich das in diese Schüssel getan und habe dann lustig gestrickt. Und irgendwann sagt Stefan, was qualmt das denn hier so aus dieser Schüssel? Da war die Sonneneinstrahlung tatsächlich so stark, das hat hier natürlich hier alles gespiegelt und so, da hat die Wolle Feuer gefangen. Sieht man das? Da ist das Brandloch. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich mich damit rette. Ich hoffe, der Faden ist da nur einmal sozusagen verkokelt und einmal gerissen, dass nicht, weiß nicht, alle 20 cm hier der Faden zu Ende ist und verkokelt ist, dass ich immer wieder neu anfangen muss, hier die Sachen nachher auch zu vernähen. Also ich bin sehr gespannt und könnt ihr mal sagen, ist das farblich nicht schön? Ich finde das total schön. Mache ich aber nochmal ein extra Video drüber, was das werden soll, wenn ich damit jetzt zurechtkomme und ja,
wenn mir das Verkokelte dann nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, weil der Faden ist hier schon einmal, genau, da ist er schon einmal ab. Ich sag ja, gut, dass da nicht mehr passiert ist irgendwie, dass ich es nicht hab draußen stehen lassen und wir sind rausgegangen, dann wäre der ganze Bude hier wahrscheinlich abgefackelt. Ja, und irgendwas muss ich euch noch zeigen. Was war denn das, was ihr gesagt habt? Ach so, ihr wollt wissen, wie es mit meinem Click and Grow weitergegangen ist. Und da werdet ihr erstaunt sein. Ich gucke jetzt eben noch mal auf den Kalender, wann ich das eingepflanzt habe. Und dann, ja, es ist wirklich enorm, was da gewachsen ist. Schaut mal, das ist echt der Wahnsinn. Das ist die Tomatenpflanze. In 3,5 Wochen hat die so einen Schub gemacht. Im Vergleich dazu haben wir hier die Chili-Pflanze. Kann man vielleicht nicht so gut erkennen. Und was viele geschrieben haben, die das Problem haben, dass die Blumenerde schnell schimmelt. Ich denke, das sehen wir hier am oberen Bildrand. Das muss ich mal im Auge behalten. Das, ja, könnte ein Problem werden. Und dann hatte ich ja noch die Minze angepflanzt. Die ist so weit mittlerweile, also ist echt hier wie die Orgelpfeifen. Ja, die Tomate werde ich auf jeden Fall umpflanzen müssen. Wahnsinn, ne? Also tolles Experiment. Und wenn man die Sachen dann auch wirklich, ja, bis zum Schluss gut wachsen lässt, beziehungsweise dass es funktioniert, dann hat man eine tolle Ernte. Und wo wir jetzt hier noch kurz in der Küche stehen, also ich merke schon, das wird ein Lava-Vlog, der wird hoffentlich nicht allzu lange. Was ich hier immer stehen habe, ich hoffe, man sieht es, sieht immer ein bisschen unaufgeräumt auf. Also hier habe ich noch Brotreste, die lasse ich ja dann immer richtig hart werden und richtig austrocknen, dass ich mein Paniermehl im Thermomix damit mache. Und dann habe ich hier noch eine Flasche Rotwein stehen. Die brauchte ich aber zum Kochen, und zwar, das zeige ich euch mal eben, habe ich im Thermomix jetzt am Wochenende eine ganz tolle Bolognese gemacht. Also die war echt lecker. Ich habe sie schon mal gemacht, als ich den Thermomix neu hatte. Ups, da bin ich. Und das ist so ergiebig mit 500 Gramm Rindfleisch, ja, gestückelten Tomaten, Rotwein, 150 Gramm Karotten, 150 Gramm Sellerie, und wir haben jetzt schon einmal 500 Gramm Nudeln damit gegessen. Und ich habe immer noch, also es ist wirklich viel, sieht jetzt nicht so lecker aus, aber es riecht lecker. Also es ist echt eine tolle Bolognese. Habe jetzt noch so viel über, das ist so ergiebig, das Ganze. Ich kann damit jetzt echt noch einen Nudelauflauf machen, denke ich mal, das wird es auch heute geben. Einfach mit diesen Nudeln hier, mit diesen, wie auch immer sie heißen, schön mit Käse überbacken und schnelles Essen. Ja, ich glaube, das wird es heute bei uns geben. Also, ich kann nur immer betonen, der Thermomix war bei mir überhaupt nicht irgendwie, ja, umsonst oder irgendwie, der ist so oft im Einsatz und ich bin immer noch hin und weg. Also, wenn ihr auch einen Thermomix habt, schreibt mal gerne, wie oft er bei euch im Einsatz ist, ob er doch eher rumsteht oder ob ihr genauso happy seid wie ich und den genauso oft nutzt. Aus der Stadt komme ich jetzt gerade zurück und es war überhaupt nicht schön. Ich war so früh da und die ganzen Lieferanten waren noch vor den Geschäften, vor der Gastronomie. Es wurde alles hier noch ausgepackt und bei laufendem Motor. Es war eine Unruhe in der Stadt. Ich war auch nur schnell bei Rossmann und habe mir, wie ich das oft mache, wenn ich zum Friseur gehe oder gerade vom Friseur komme, ein paar Pflegeprodukte gekauft, von denen ich mir, das ist eine Spülung, dann immer viel verspreche. Das ist ein Haaröl. Und was habe ich noch? Ja, Fritz, weil meine Haare ja immer so krisseln irgendwie und das Wetter ist jetzt auch schon wieder so, ja, haarunfreundlich. Ich habe jetzt hier noch so ein angeblich 3 Tage Glättungsversprechen hier. Ich bin gespannt, weil ich träume ja immer noch davon, dass ich mir nicht jeden Tag die Haare waschen muss. Ups, und dann habe ich mir noch Nagellack mitgenommen und habe noch eine Kollegin getroffen, die heute auch frei hat. Und da habe ich gesehen, die hatte gerade was in der Hand, Fenestil.
Ich wusste gar nicht, dass es das bei Rossmann gibt. Ich habe es immer in der Apotheke gekauft. Habe ich jetzt auch mitgenommen gegen Mückenstiche und kennt ihr bestimmt. Ja, ich bin jetzt spät dran. Ja, ich habe Bargeld geholt und muss mich jetzt sputen, um rechtzeitig beim Friseur zu sein. Und das finde ich an meinem Friseur nämlich auch so toll, dass die mir keine überteuerten Pflegeprodukte immer anschwatzen will. Das ist ja sonst bei allen Friseuren irgendwie gang und gäbe, genauso wie im Schuhgeschäft. Kauft man sich neue Schuhe, dann wird einem auch gleich irgendwelches Pflegeprodukt für die Schuhe irgendwie aufgeschwatzt und bin ich überhaupt kein Freund von. Und ja, wir gucken mal gleich, wie das Ergebnis ist. So, Stunden später, 2 Stunden später, um genau zu sein. Meine grauen Haare sind Geschichte fürs Erste, aber die wachsen schneller nach, als mir das lieb ist. Und ja, also die Friseurin hat mir das so toll eingedreht, lockig gemacht, keine Ahnung, so toll geföhnt, also sehr mühevoll. Und ich finde es richtig schön, auch die Farbe. Mein Vormittag ist jetzt vorbei. Wenn Stefan nach Hause kommt, bin ich mir sehr sicher, dem wird gar nichts auffallen. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Eigentlich wasche ich meine Haare nach dem Friseurbesuch immer, weil ja, irgendwie kann ich das nicht haben auf dem Kopf, was da rausgeschnitten wurde und weiß ich auch nicht. Ja, ich sag mal, das war mein Vormittag, durch den ihr mich begleitet habt und ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!